Ja, früher war es so ein Karriere, es hat wenigstens Bänke und so gegeben. Aber jetzt laufen nicht einmal Ordnungssachen rum, es gibt keine Bänke mehr. Die Kivaristen, also die Polizisten nerven auch schon, weil wenn man nicht zum Beispiel, so wie, wenn man nicht zum Beispiel mit denen schon durch die Stadt geht, dann fangen sie schon, dann machen sie gleich Tests, weißt du, was ich meine? Dann kontrollieren sie gleich deine Tasche und so, aber dann weißt du nicht, dass sie deine Tasche sind. Und vielleicht hat man es eilig, aber man möchte gerade irgendwo hier, da verpasst man einen Bus und dann ist schon die Hälfte vom Tag in Arsch eigentlich. Ja, dass man beim Karriere wieder Bänke hier gibt, dass man sitzen kann und mit seinen Freunden einfach abhängt. Und dass man dort beim Gaspark irgendwie auch Fußballmöglichkeit irgendwann hier hat. Bitte. Ja, ciao. Nicht viel, nur wenn ich Kleinigkeiten brauche, so vom Libro oder so. Mehr nicht, weil ich bin nicht gerne in der Innenstadt. Was hält dich davon ab? Ich habe Angst, manchmal halt, ja, von Drogendealer oder so, ich weiß nicht. Es ist schon viel schlimm geworden in der Innenstadt und so. Was würdest du dir wünschen oder was würdest du denn was verändern in der Innenstadt, dass du gerne hier gehst und sagst, boah, ist es geil? Ja, im Winter ein Treffpunkt für Jugendliche oder so, wo man neue Freunde kennenlernen kann und überdacht ist. Und ja, ein Fußballplatz irgendwo. Ja, ich bin öfter in der Stadt und dann, wenn wir irgendwas anstellen, ich weiß nicht, rauchen oder so, und dann regen sie die auf. Interessiert mich nicht. Lieblingsplatz kann man nicht wirklich sagen, aber war dann Stadtplatz. Da kann man sich noch gescheit hinsetzen oder so. Was ist der absolut verhassteste Platz, was du nie gegessen? Da habe ich jetzt gesagt, Kaiser-Josef-Platz, aber da muss man fast hin. Aber ich fühl mich nicht wohl dort. Jetzt haben sie die ganzen Bänke weg, da kann man sich nicht hinsetzen und da ist auch überall die Polizei unterwegs. Soll ich sagen, scheiße. Ja, blöd. Ich meine, es gibt nicht viel zum Sitzen und so, nicht zum Chillen, keine Ahnung. Was soll ich nur sagen? Ja, es ist einfach scheiße. Ich bin nicht oft in der Innenstadt. Ja, weil es einfach fad ist. Ja, man kann gar nichts da, wirklich gar nichts. Ja, weiß nicht, zum Fußball spielen, zum Wurzeln, weiß nicht, und ja. Was ist dein Lieblingsplatz in der Stadt? Ja, mein Lieblingsplatz ist der Gaspark. Ja, zum, weil wir da oft mit Freunden sitzen und reden und solche Sachen. Hast du irgendwelche Vorschläge, Veränderungen oder hast du irgendwelche Wünsche, die wir in der Innenstadt verändern konnten? Ja. Da könnte man Sportanlage stellen, wo man Spaß machen kann, ohne dass man was zahlen muss. Zum Beispiel Fußballplatz oder Basketballplatz. Ja, dass man halt mehr Spaß hat dabei. Sport und Erholung halt. Ja, ich fahre meistens immer mit dem Bus rein und dann schaue ich mal herum. Suche mir irgendwas zum Skaten und skate ich dort einmal. Da werde ich immer verscheucht. Sind Ihre Lieblingsplätze in der Innenstadt? Schluchthof. Warum? Ja, also da kann man chillen. Anhänger mit ein paar Freien. Skaten. Ja. Und ja, da wird man halt auch nicht vertrieben, eigentlich. Ja, ich denke mir, den Begriff Jugend, den gibt es für mich so nicht, sondern die Jugendlichen sind in verschiedenen unterschiedlichen Lebenswelten und Kulturen eingebunden und je nachdem muss man sich die Situation anschauen. Es gibt Angebote in der Innenstadt, wenn ich denke, den alten Schlachthof, die 22, ein tolles Jugendzentrum, das Medienkulturhaus. Wir haben jetzt beim Turnverein Zertrauen einen Beachvolleyballplatz und einen Basketballplatz für die Jugend. Es gibt einige Parks. Es gäbe schon Angebote, aber vielleicht fehlt es an geschützten Freiräumen.
Ich glaube, dass ein harmonisches Zusammenleben möglich ist, dass es vielleicht Begleitung braucht in Form von mobiler Spielplatzbetreuung und Ähnliches, um eben dort vor Ort zu sein, wenn es Konflikte gibt, diese gleich zu schlichten. Und ich glaube, wenn jeder ein bisschen toleranter ist und auf den anderen mehr Rücksicht nimmt, dann funktioniert es. Und es macht mich traurig, wenn jugendliche Disketten angezeigt werden oder wenn wir eine Lärmschutzwand bauen müssen, weil ein Kindergarten gebaut wird. Ich glaube, es braucht wieder mehr Verständnis füreinander. Das muss aber von beiden Seiten kommen und dann geht das miteinander sicher. Also ich finde generell die Innenstadt einmal viel super, also vor allem den Stadtplatz, aber für Jugendliche, ich meine, am Abend gut gehen natürlich, aber es ist eigentlich nicht schlecht zum Beispiel, wenn man sich zum Einsetzen trifft oder so, aber ich finde es eigentlich relativ gut. Na, wenn ich da bin, bin ich meistens Kaffee trinken, sonst bin ich eigentlich selten da drinnen und würde auch einkaufen, aber auch in der Innenstadt weniger einkaufen, weil so Geschäfte gibt es eigentlich auch nicht so viel. Warum gehst du überhaupt nicht gerne in die Innenstadt? Ja, ich gehe eigentlich eh gerne, aber ab Nacht ist manchmal ein bisschen zum Fürchten. Ja, weil, weiß nicht, allein wenn es finster ist, rennen schon manchmal komische Leute rum und so. Was würdest du in der Innenstadt, Parkanlagen etc. Verändern, dass du gerne in die Stadt gehst und sagst, da hast du was gemacht? Ja, Parkanlagen ist schon so, es gibt eben nicht recht viele Möglichkeiten, dass man sich einfach gemütlich hinlegt oder so. Hinsetzt, einfach in die Wiesen sitzt, weil im Burggarten zum Beispiel, man darf es theoretisch nicht einmal, man darf sich nicht einmal auf die Wiesen sitzen. Und ja, da gehört schon was gemacht, dass man sich einfach hinsetzen kann, gemütlich zusammensitzen, plaudern. Ja. Ja, eben auch, dass man eine schönere Umgebung hat, dass man viel Grünbereiche hat. Mhm. Genau. Die konsumfreien Zonen noch mehr belebt. Es ist die Frage, wie man das belebt. Ich glaube, es ist schön, dass es solche Zonen gibt, wo sich die Kids, die Jugendlichen bewegen können. Aber ob man da noch mehr tun soll, dass da noch mehr Energie hineingepumpt wird, weiß ich nicht. Es gibt eh genug Energie bei den Jugendlichen selbst. Der Raum an sich ist wichtig. Ja, ich nehme an, sowas wie Parks, vielleicht wieder Minoritenplatz, wie der Park da drüben oder... Das schneiden wir jetzt aus, sage ich. Ich weiß nicht einmal den Namen für die Parks. Es gibt absolut nichts zum Tun. Gar nichts. Man kann es im Burggarten setzen, aber das war es auch schon. Was bewegt dich dazu, dass sie in den Innenstadt geht? Burggarten. Warum? Weil es gemütlich zum Sitzen ist. Und ja, man trifft viele Leute, ganz gemütlich eigentlich. Ja, ungemütliche Leute. Burggarten. Warum? Weil es eine Grünfläche ist, weil es chillig ist, weil man sich sitzen kann im Kreis mit ein paar Leuten, ein bisschen was trinken kann. Cola natürlich. Ja. Rempeleien, Schreiereien mit Fruchtsaftgetränken wurde herumgeschüttet. Es war also schon ungut, sich dort aufzuhalten. Was soll man tun? Soll man davor die Augen verschließen und sagen, macht's was soll's? Oder soll man versuchen, einzuwirken und zu sagen, hallo, das ist eine Umsteigstelle für den öffentlichen Linienverkehr, da gelten bestimmte Regeln. Wenn man ein bisschen draufschaut auf die Thematik, beginnt das Verhalten, nämlich das negative Verhalten, sich zu verändern. Auch in die richtige, in eine gute Richtung. Auch wenn es mit Protesten verbunden ist. Wenn ich jung bin, möchte ich möglichst nirgends in die Grenzen gewiesen werden. Wenn ich das werde, mag ich denn nicht. Das ist mir zuwider, das soll ich mir in Ruhe lassen, das soll ich was anderes tun, aber nicht dort, wo ich bin, wo ich meinen Spaß haben will, wo ich meinen Frust auslassen will. Dort soll gefälligst die Ordnungswache nicht sein, weil jetzt muss ich mich mit dem plötzlich auch nur auseinandersetzen. Das verstehe ich. Dass das nicht helle Freude unter den Jugendlichen auslöst, ist irgendwie ganz klar. Zum Kotzen. Überall rein Kieberei und so drum, dann Ordnungswacht ist über jeden kleinen Scheißdreck aufregen. Ja,
deswegen bin ich nicht so oft in der Stadt. Nicht gut. Weil viel Ordnungswache und so miteinander fällt und man kann dann halt nicht rauchen und so, weil die kontrollieren das gleich. Oder wenn man da sitzt und eine Dose in der Hand hat und die schon leer, dann sagen sie Haus weg, obwohl man es nachher eh weg hat und so. Ja. Die nerven einfach. Was ich gerne verändert würde, ja, dass nicht alles so verboten war. Weil das sollte mal, man soll sich auch in KI sitzen können, wenn man wollen, nicht dass die Leute weghauen oder du kannst nirgends 10 Minuten sterben, wie die Polizei was sagt. Da sagen sie, bitte geh weg und so. Aber. Kann ich nicht direkt sagen, weil so grausliche Ecken. Was ja, öffentliche Toiletten, dann benutze ich auf keinen Fall, schon bei der Mond da. Davor habe ich halt Angst. Ich dachte halt mehr für kleine Kinder machen und für Jugendliche, weiß ich nicht, mehr Freizeitzentren, wo es nicht darum geht, wer da jetzt Drogen nimmt oder ob da wer Ausländer ist oder Österreicher oder so, sondern einfach ein Miteinander halt. Ja, und dass vielleicht die Busse länger fahren unter der Woche, weil öfters kommt man dann einfach nicht mehr heim oder so, und das ist dann ein Problem. Ja. Angebot für Jugendliche kann nie genug sein, denke ich mal. Und so Innenstadt ist immer ein Problem, denke ich, mit den Geschäftstreibenden. In der Innenstadt selber irgendwas zu machen für die Kids wird immer schwierig sein. Da muss man Lösungen finden, aber ich glaube, wir haben einen sehr schönen Traum, wir haben sehr schöne Anlagen dort unten. Das könnte man alles noch erweitern bzw. adaptieren mit, sage jetzt ganz wurscht, Bars, am Würstelstand, am Volleyballplatz, ein Fancourt vielleicht unten, eine Plattform für Künstler, getrennte Wege, Radweg, Hunde, Auslaufplatz und. Das gehört alles dazu und so. Und das Gemeinsame macht es dann einfach. Also das ist ganz wichtig. Ne? Also die Situation in der Innenstadt, eigentlich war die Innenstadt recht schön. Aber man kann, sagen wir, ohne dass wir was dringend gehen oder was ist das, muss ich sagen, genau. Dass wir sagen, wir gehen durch die Stadt spazieren oder so, ich meine, das kannst du nicht oder es hat auch keinen Reiz, weil ja, sagen wir, es sind schon zu viele, so würde ich sagen mit den Drogenabhängigen, es sind schon zu viele, finde ich, drogenabhängige Leute, was, also du gehst durch die Stadt und denkst einfach, was ist das, was waren und das ist einfach, weißt du, also für Jugendliche ist schon gar nichts, weil wenn du dann schon in die Stadt gehst und sowas siehst, dann denkst du auch, du bleibst lieber daheim und ich glaube, weil wer das Problem einfach übersehen hat, dass wirklich schlimm ist, weil wenn ich mir denke, hier von Wien sogar schon, dass es so viele Drogenabhängige gibt und es ist einfach nicht schön. Wem gehört die Stadt? Den Jugendlichen. Und den Hunden. Und warum? Ich finde einfach, ohne junge Leute geht es nicht. Die Stadt Wels, meiner Meinung nach, ist sehr gut beraten, für die jungen Leute sehr viel zu tun. Im sozialen Bereich, im kulturellen Bereich. Wir haben das schon mal besser gehabt.